Supis Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Opus 11 Pre-Release Kit Unboxing. Heute bin ich nur der Kommentator, heute schaue ich zu, wie jemand noch weitere Booster öffnet. Wir hoffen mal, dass ihr das Video vorher gesehen habt mit meinen zwei Kits. Ja, war ein cooles Ergebnis, ich hoffe, wir sehen hier ebenso geile Sachen. Ja, ich würde mal sagen, leg los. Jo. Erstmal, hi, ich bin der Pascal aus Köln von Team Bagger. Heute zu Besuch bei dem Kollegen. Und ja, wir haben drei Päckchen gegönnt und dann schauen wir mal, was wir drin haben. Versuchen wir jetzt so in die Kamera zu halten. Siehst du da rechts genau? Ja. Also die meisten Karten kennt man natürlich schon aus meinem Unboxing. Also die C&R-Karten lesen wir jetzt eher weniger vor. Ja, pro Kit gab es ja 9 Booster. Also irgendwas muss da drin sein. Man sah es ja bei mir, war auch ein bisschen was Schönes drin. Ja. Ja, direkt mal ein Sephiroth. Geil. Ja, nice. Ja, der kommt direkt ins Eis-Erde-Deck, natürlich. Da, wo er hingehört. Auf jeden Fall. Also sehr richtig mächtige Karte ist es auf jeden Fall. Ja. Also die ist schon absurd stark, finde ich. Ja, auch wie schon im letzten Video genannt, also gerade im Eisdeck wird die Karte auf jeden Fall glänzen. Auf jeden Fall, also... Auch schön Eiko. Ja, noch eine Promo. Ja, gut. Ja, die Sydney habe ich doch auch zweimal jetzt gerade gezogen gehabt, also... Ja! Naja gut, aber einen zweiten Sephiroth nimmst du noch mit, auf jeden Fall. Wow. Ja! Fuller Tiefer in voll. Ach du Scheiße. Ja. Das war ein sehr gutes Pack bis jetzt. Oh, und ein schönen Chaos dabei. Krass. Ja. Einfach eine Tiefer in voll. So kann es weitergehen. Krasser Scheiß, ey. Das ist krass. Das ist echt hart. So, dann schauen wir mal. Und dann Ritz. Wow, das ist krass. Theodore war in voll. Ja genau, sieht man eher schlecht bei dem Artwork. Wow, krass. Ja, bis jetzt sehr zufrieden. Also das erste Kit hat sich schon mal sowas von gelohnt dadurch. Also 3 Legis bis jetzt. Ja, und noch ein Sephiroth in voll. Alter. Dann ist das Deck auch schon mal als safe am Start. Krasser Scheiß, ey. Ja, gut, ne? Ja, also den Rest kommt jetzt bei eBay Kleinanzeigen rein und danke fürs... Nein, Spaß. Ja, genau, danke fürs Zuschauen. Ja, im Grunde brauchen wir nichts mehr öfter. So. Es ist alles schon da, so was man braucht. Krass. So, schauen wir mal, vielleicht kommt ja der dritte auch noch dabei. So, und da, schöne Mira. So, dann geht's schon wieder weiter. Hier mit dem Mitglied der Turks, der Dennis will die auf jeden Fall alle haben. Ja. Wird er sich freuen. Auf jeden Fall. Und dann noch in voll. Ist das eine Rare oder eine H-Karte? Ich glaube, das war eine Rare-Karte. Ja. Ich bin aber enttäuscht, dass es keine zweite Rufus-Karte gibt. Jo, und Adin haben wir. Nun Chaos. Schick, schick. Auf jeden Fall. Ja, der Adin ist nicht schlecht, auf jeden Fall, muss man dazu sagen. Einen interessanten Effekt, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Den wegzubekommen ist ein bisschen schwer. Ja. Weil er, ich glaube, er kommt einfach wieder so. Das ist die krasse Sache. Oh, eine Yuna voll. Krass. Ja. Direkt mal zum Sephiroth. Ja, krasser Scheiß. Oh, Gentiana. Ja, so eine super geile Karte. Die liegt direkt auf Seite, weil die wird auch safe ins Deck kommen. Ja, also ich finde, dass die auf jeden Fall ein L-Potenzial hat. Dass die niedlichen Stürmer in Dull halt die Fähigkeiten raubt und man hat die Fähigkeit halt nach einer Runde einen Gegner halt auch zu dullen.
was halt sehr viele Decks halt auskontert. Ja. In Bezug zum Beispiel auf die Stoller gesehen. Da die Stürmer als Vanillas auf den Grave kommen und so alle ihre Effekte verlieren, somit sind auch Vikings jetzt keine Probleme mehr. Ja. Und in Eis ist halt richtig einfach, Karten zu duellen, so. Das ist das Krasse, oder? Ja, zumal auch der Kadash jede Runde was duellen kann. Achso, ich gucke jetzt gerade nur für mich. Ja, ich weiß, sorry. Das verleitet irgendwie dazu. Ja, ich weiß. Schön. Schick, schick. Wir können uns gleich mal gucken. Wie soll ich hier den Turm zum Einstürzen bringen? Weiß gar nicht. Muss man erleben, wie das aussieht, wenn Display geöffnet ist. Gut, mit der Anima hatten wir auch eben schon. Also mit Anima Final Fantasy 10, das wäre natürlich schon eine geile Sache, ne? Auch geil. Gerne als Monster, gerne als L, gerne als schwarzes Monster. Wird definitiv als L kommen. Anima werden sie sowas von als L packen. Aus 10 auf jeden Fall. Super gute Karte. Oh, den habe ich mir auch gestern angeguckt. Auch sehr, sehr interessant. Ja. So, das war die erste Hälfte. Ja, also im Grunde Ausbeute reicht schon, ne? Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja. Zwei Sephiroths war das Ziel. Ja. Hat funktioniert. Sephiroth ist da. Hat sogar. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Full Art Fassung so und dann kannst du hier rausgehen so. Ja. Und noch ein Aldin. Und noch einer, perfekt. Noch zwei Stück. Perfekt fürs Deck. Jo, genau. Edge. Ja, der Edge soll ziemlich gut sein, jetzt wegen dem Ninja-Deck so. Weil ja das der Dreh- und Angelpunkt ist. Da muss man halt sehen, ob diese Ninjas überhaupt so Potenzial haben, muss man sagen. Kadash voll? Ja. Du brauchst eine Starterkarte. Welche würdest du gerne am liebsten haben? Sag mal. Boah. Um ehrlich zu sein, glaube ich. Ketsis, ja. Ja. Das wäre schon nicht verkehrt. Oh. Ich dachte gerade, wäre direkt der Shadow gewesen. Ja, das ist ja auch gerade so, dass ich so, oh nee, das. Ne? Ja, weil wir den Hund nur gesehen haben, so, ne? Genau. Nee, der gute Schaffner. Der gute Schaffner. Vielleicht kommt Shadow noch. Ja, wäre nicht verkehrt. Noch eine Mira. Schick. Ja, das Anwirken von Mira ist super schön. Also, die in Fuller zu sehen, also, das ist unnormal schön. Das muss man echt sagen. Also, das Anwirken ist echt wunderschön. So, wir haben keine Fuller mehr gezogen. Ja, genau. Wie mal wieder Zeit für eine. Cloud in L. Ey, meine. Ja. Ja, cool, jetzt haben wir Sephiroth und Cloud gesehen. Ja, klar, gut, Sephiroth hat natürlich unnormal krasse Effekte, aber den Cloud finde ich einfach ebenfalls ganz gut. Klar, im Vergleich zu Sephiroth kann man nichts machen. Sephiroth ist einfach unnormal krass. Aber Cloud hat auf jeden Fall sein cooles Potenzial in so einem Deck. Finde ich auf jeden Fall. Ja, verkehrt ist er auf jeden Fall nicht. Also ein 7er Deck auf jeden Fall. Er sucht einfach einen 7er Charakter, was einfach super krass ist. Ja, aber auch der zweite Effekt, also für 3 CP, egal wie du das bezahlen kannst, ja. Und dann nochmal 7 Deckkarten, dass du einen Stürmer brechen kannst, ist nicht verkehrt. Ja, wenn das so für den entscheidenden Schlag ist, auf jeden Fall. Oh, auch nochmal schwarz. Ach cool, jetzt hast du noch gewonnen. Schick, schick. Mira. Hast jetzt Playset. Da ist auch noch eine. Die Mira hast jetzt ein Playset auf jeden Fall. Ja, krass. Das ist ja auch eine schöne Karte, muss man sagen.
weiter geht's. Naja. Ja gut, von dem weiß man immer noch nicht. Ich weiß, er ist einfach dabei. Er ist einfach irgendwo dabei. Irgendein Millionär soll das sein. Ich weiß nicht, aus welch, wo man den antrifft. So. Sagt mir leider überhaupt nichts. Ah, der ist hier das Gestein. Das ist so eine Sache, ey. Ja, klar. Das ist halt das Schwere dran, eine bestehende Karte, die gut ist, noch übertreffen zu können. Das ist das Schwierige. Ich bin eigentlich ziemlich froh darüber, dass ich das nicht ausspielen musste, das Draft, weil im Draft mit 6 Lebenspunkten, also mit 6 Schaden und der Sephiroth greift bei 4, ist jetzt vielleicht nicht so geil, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, beim Sealed Draft spielst du sowieso ein bisschen. Oh, das ist der Barret. Krass. Cool, den hatte ich sogar noch gar nicht gehabt. Ja, der Barret ist echt ziemlich gut, finde ich. Im 9-7er Deck auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird sich der Fabian aus unserem Team schon sehr freuen drüber. Auf jeden Fall. Den Feuerliebhaber. Ja, ja. Deswegen, also Feuerkarten. Er hat sowieso schon gesagt gehabt, wenn wir Feuerkarten ziehen, ja, sind gleich für ihn schon reserviert, so. Genau. Oh, geil, eine Fiona. Ja. Und schaffe noch. Ich habe schon wieder ein Shadow gedacht, so. Ich dachte schon wieder, du hast Shadow gezogen, so. Ja, sieht echt jedes Mal so aus. Ja, weil der Hund einfach im Vordergrund so ist. Der ist ja auch bei Shadow im Vordergrund. So. Oh, sehr schönes Artwork. Ja. Ganz willkommen ist. Gibt es ja sogar als Full Art die Karte. Ein Weißmagier. So, die letzten zwei Booster Packs. Schauen wir mal. Ja, Yuri. Yuri. Auch nicht verkehrt. Kommt man direkt zum Barret. Ja. Auf jeden Fall. Das passt ganz gut. So, letztes Booster, letzte Full Art, würde ich sagen. Oh, fehlt noch ein Sephiroth, würde ich sagen. Full Art Sephiroth, ne? Ja, wenn er da drin ist, musst du mir jetzt gleich musst du mir ihn ausgeben, so ganz ehrlich. Geht nicht anders so. Okay, dann mach ich vielleicht doch nicht auf. Ja, ja. Nee, aber Schaffner hat 3-mal. Und nochmal Chaos. Also Chaos ist, glaube ich, Playset und Schaffner ist auch ein Playset. Sind auf jeden Fall genug am Start. Auf jeden Fall. Also ja, das sind so die Karten. Bin damit sehr, sehr zufrieden. Auf jeden Fall. Ein Full Art in 1, 2, 3, 4, 5 Legis in 3 Kits. Ja, ist okay. Sehr gute Picks. Auf jeden Fall, ja. So, das war's auch erstmal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, würde ich sagen, haut raus, hoffe, hat es euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing, was auch immer ich machen werde. Und ja, dann würde ich sagen, ciao.